Warum führt Fleischkonsum schneller zum Tod als eine pflanzliche Ernährungsweise? Eine Theorie gibt es heute. Guten Morgen. Erstmal für alle, die diese grundsätzliche Aussage immer noch in Frage stellen, der Hinweis, dass ich unten auch dazu direkt eine Studie verlinkt habe, dass ein erhöhter Fleischkonsum mit einer höheren Sterblichkeit assoziiert wird. Und dabei ist bereits herausgerechnet, dass Menschen, die mehr Fleisch konsumieren, auch im Schnitt mehr rauchen, weniger Sport treiben und auch natürlich nicht genug Obst und Gemüse gegessen haben. Das wurde noch rausgerechnet und trotzdem ist es so. Also Fleisch ist direkt dafür verantwortlich, dass man eher stirbt. Aber was steckt denn im Fleisch, dass sich das Risiko eines frühzeitigen Todes so schlagartig erhöhen kann? Darüber wird viel geforscht, gestritten und eine Theorie möchte ich euch heute vorstellen. Das ist eine spezielle Eisenform, auf die ich schon im Video zu den Phytaten referiert habe. Das Video findet ihr oben in den Infokarten. Und zwar das Hämeisen. Kennengelernt habe ich diesen Stoff in dem Buch von Dr. Michael Greger, How Not to Die, was übrigens ein sehr, sehr empfehlenswertes Buch ist, was auch dauerhaft unten in meiner Infobox verlinkt ist, was ich bedenkenlos empfehlen kann. Das Hämeisen kommt vor allem in den Muskeln und im Blut vor, wo es zur Bildung von krebserregenden freien Radikalen führt. Unser Organismus, der hat dagegen noch keinen speziellen Mechanismus gebildet, um sich von diesem überschüssigen Eisen, was in dem Fleisch drin ist, zu befreien. Da haben wir im Laufe der Evolution ein System gebildet, was ähnlich wie so ein Thermostat funktioniert. Wenn wir genug Eisen im Körper haben, beginnt der Körper einfach weniger Eisen aufzunehmen. Und wenn wir zu wenig Eisen haben, beginnt er mehr Eisen aufzunehmen. So weit, so gut. Leider, und das ist eben das Problem, funktioniert dieses System nicht so gut bei tierischen Eisen. Wie bei pflanzlichen Eisen. Auch dazu ist unten wieder eine Studie verlinkt. Was ja auch Sinn macht, da unsere natürliche Nahrung ja auch Pflanzen sind und nicht Fleisch. Fleisch nur ein Alternativnährstoff, der in Notzeiten herangezogen wurde. Und deshalb ist unser Körper auch darauf nicht ausgelegt. Mittlerweile hat sich die Menschheit allerdings auf diesen Alternativnährstoff gestürzt, weil er so gut schmeckt und warum auch immer. Und die Folgen davon, wir kommen halt jetzt in den letzten Jahren, Jahrzehnten eben durch die wissenschaftliche Forschung eben auch ins Tageslicht. Krebs ist da nur eine von vielen Entartungen, die die Konsequenz von Fleischkonsum ist. Dieses Hämeisen wird also konsequenterweise auch explizit in Studien in Verbindung mit Krebs und auch mit Herzkrankheiten gebracht. Einige davon werde ich auch wieder unten in der Infobox verlinken. Auch da mal der Hinweis, der wichtige Hinweis, weil die Diskussion kam häufiger jetzt mal. Ich lese natürlich nicht jede Studie komplett durch. Ich komme auch nicht an jede Studie kostenlos ran. Ich bin, wie gesagt, in ein paar Wissenschaftsrezensionsteams, wo ich halt die kriege, zum Beispiel im Springer Spektrum Verlag, und viele sind auch kostenlos. Aber es reicht häufig, die Results durchzulesen. Und das ist auch kein Problem, weil es meistens geht es uns ja nur um die Ergebnisse. Es gibt immer Zuschauer, die davon ausgehen, dass ich ja wirklich täglich ein Pensum an Recherche und Wissensakquirierung an den Tag lege, wo spezialisierte Wissenschaftler Wochen verbringen würden und dann entsprechend die Kritik dann so vorbringen und da auch wirklich mal ein bisschen so realistischen Verstand einschalten. Ihr habt den Luxus, bei einem Thema, was euch interessiert, wirklich in die Tiefe zu gehen und vielleicht auch wochenlang zu forschen. Ich stelle euch die Zusammenfassung und die Informationsgrundlage zur Verfügung. Aber bitte erwartet nicht, dass ich, dass ich mit euch dann die einzelnen Studien im Detail abgehen kann. Die meisten interessiert sowieso nur die Quintessenz, also das, was das Ergebnis der Studie ist. Und natürlich ist es auch sehr, sehr wichtig, dass man in den Studien auch mal schaut, wie es gearbeitet wurde. So, und wenn ihr dann diese Ergänzung bringt, dann bin ich euch unglaublich dankbar. Genauso wie alle Zuschauer, die zu diesem Thema mein Video aufgerufen haben. Es gibt auch Videos, wo ich nur eine Studie untersuche. Und dort gehe ich dann natürlich auch mehr in die Tiefe. Das ist natürlich dann wieder eine ganz andere Liga. Aber wenn ich mehrere Studien verlinke, nur um die Grundlage von Informationen zu präsentieren, dann habe ich nicht komplett alle gekauft und komplett durchgelesen. Das mal so als Zwischeninformation. Zurück zum Hämeisen im Fleisch. Nicht nur Krebs und Herzkrankheiten stehen im Zusammenhang mit dem erhöhten Fleischkonsum, sondern auch ein höheres Diabetesrisiko. Studien dazu gibt es wieder unten. Was kann man nun tun, außer weniger Fleisch zu konsumieren? Und da möchte ich auf eine interessante Möglichkeit referieren, die in einer Studie von Herrn Zakarski zu finden ist. Nämlich, wer regelmäßig Blut spendet
und damit die Eisenvorräte im Körper verringert, insbesondere auch das Helmeisen, der hat zum Beispiel ein niedrigeres Risiko an Darmkrebs, eine Krebsform, die besonders stark mit Fleischkonsum assoziiert ist, zu erkranken. Die Ergebnisse der Studie wurden sogar in dem renommierten Journal of National Cancer zusätzlich auch nochmal veröffentlicht. Aber mal ehrlich, wollen wir einem Unfallopfer oder andersweitig auf unser Blut angewiesenen Menschen wirklich unser Blut voll mit diesem wahrscheinlich nicht ganz so tollen Helmeisen zumuten? Oder wäre es nicht gleich doppelt sinnvoll für unsere Gesundheit und für die Gesundheit dessen, denen wir unser Blut spenden, dass wir ja direkt gar keines dieses gefährlichen Eisens oder schlechter zu verwertenden und zu korrigierenden Eisens in uns tragen würden? Das ist eure Entscheidung. Wenn ihr das Video gut fandet, dann freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben, und wer auf dem Laufenden bleiben möchte, was eine gesunde Ernährung und eine bewusste Lebensweise angeht, der kann mich dann auf der Endcard hier abonnieren. Alles Liebe und bis morgen, euer Christian. Ciao.